die gruseligsten Theorien hinter SpongeBob Schwammkopf. Bitte mach's nicht zu spannend. Ja, er macht's eh viel zu spannend. Dem mein letztes Video über die gruselige, wahre Geschichte hinter Phineas und Ferb so gut bei euch angekommen war, wurde ich überflutet mit Nachrichten, dass ich mir doch auch mal andere Kinderserien und Kinderfilme angucken soll und dort versuchen soll, gruselige Theorien herauszufinden. Ich fand, by the way, Leute, was fandet ihr gruseliger? Das mit dem Spind, der Spind oder die Zeitmaschine? Ich fand auch, der Spind war gruseliger als das mit der Zeitmaschine. Ich fand es noch am gruseligsten, fand ich dann eher, als sie bei der Zeitmaschine, als sie in diesem Urwald waren. Und Thaddeus und SpongeBob und Patrick sahen halt einfach komisch aus und haben sich komisch verhalten. Der Spind viel gruseliger. Ja, Spind. Okay. Ich denke da auch, oder? Spind war schon gruseliger. Es nie gesehen zu haben, ist gruselig. Scheiße, Michi, niemals. Ey, ohne Scheiß, Michi, du musst das wirklich mal noch nachholen. Das ist wirklich wichtig. Und die Serie, die mir am öftesten zugeschickt wurde, war SpongeBob Schwammkopf. Und dies ist auch nicht verwunderlich. SpongeBob ist die Kinderserie, die so erfolgreich ist wie keine... Ihr habt das mit dem Spinnen nicht gesehen? Alter, ey. Ihr habt wirklich völlig krank, wer es nicht gesehen hat. Die ist richtig komisch. Da rennt er so richtig komisch so hin und her in diesem Spind. Also SpongeBob, das ist richtig gruselig. Und man sieht immer bloß so seitlich. Also das ist wirklich sehr wild. Das sind zwei Legendenfolgen. Eigentlich ist jede Folge eine Legendenfolge, wenn man ehrlich ist. Der andere jemals gewesen ist. Sie läuft bis heute und hat unfassbar hohe Zuschauerzahlen und ich denke, jeder von uns wird wahrscheinlich aufgewachsen sein und dabei ab und zu mal diesem gelben Schwamm zugeguckt haben. Ich fing dann an, über diesen Schwamm zu recherchieren, über diese Serie etwas herauszufinden und stieß dabei auf nicht eine Theorie, sondern auf unzählige. Überall im Internet finden sich verschiedene gruselige Theorien, die eben mit SpongeBob zu tun haben, manche davon tatsächlich von Nickelodeon bzw. von den Machern relativ bestätigt und andere sind wirklich nur reine Spekulation. Ich möchte heute mit euch grundsätzlich mal über einige dieser Theorien sprechen und wenn ihr eine davon wirklich interessant findet, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich gucke sie mir für euch mal genauer an und mache ein eigenständiges Video dazu. Beginnen wir jetzt aber erstmal mit der ersten Theorie und das ist die, die von Nickelodeon grundsätzlich bestätigt wurde. Und diese Theorie besagt, dass alle Charaktere aus SpongeBob eine der sieben Todsünden darstellen. Sprich, dass die Hauptcharaktere der Serie in Wahrheit die Todsünden verkörpern. Diese Theorie ist eine der bekanntesten, die es überhaupt gibt. Zunächst einmal die Ich habe davor noch nie davon gehört, dass das sieben Todsünden sein sollen. Warte mal, wir gucken jetzt mal, bevor das jetzt kommt, die sieben Todsünden, ne? Warte, was sind die sieben Todsünden? Dann haben wir hier... Hier. Wir haben Wir haben irgendwie hier heutige Begegnungen, Habgier zum Beispiel, hat viele Gesichter. Wir regen uns über die Raffgäste in der politischen Klasse, die Abzocker in der Wirtschaft, aber Habgier, das ist Mr. Krabs. Mr. Krabs ist Habgier, das ist klar. Wollust von den Charakteren könnte, würde ich jetzt sagen, könnte Plankton sein? Wollust? Oder Gary? Don Juan ist ein Getriebener, der sein Selbstwertproblem durch sexuelle Eroberung kompensiert. Einen durch banalisierte Sexualität geprägt in der Gesellschaft. Die permanente Stimulation sexuellen Lust. Ja, aber das ist doch nicht. Aber Gary weiß ich nicht. Gary weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, aber bei Wollust Sexualität, irgendwie passt das nicht. Das passt irgendwie gar nicht zu SpongeBob-Charakteren, muss ich ehrlich sagen. Die Computerfrau ist aber kein Hauptcharakter, Funkel, deswegen passt das nicht. SpongeBob ist Wollust, okay. Völlerei. Fresssucht, orgiastische Prasserei, Trunksucht, demonstrative Verschwendungssucht wird am wenigsten noch als Sünde wahrgenommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das könnte doch ganz gut Dings sein.
Rollige Charakterschwäche, oder das hier ist der Ausdruck einer gesundheitlichen Störung, das ist Patrick, oder? Ich würde sagen, mal Patrick, hier. Einfach mal nehmen. Was SpongeBob sehnt sich nach der Liebe anderer Leute? Das kann sein. Oh mein, du bist schlau, Scheinix. Ja, SpongeBob könnte Wollust sein. Das könnte SpongeBob sein. Völlerei könnte dann Gary sein, okay? Neid ist ganz klar Thaddäus. Thaddäus ist gefühlt auf alles neidisch, was besser ist als er. Hochmut ist Plankton. Sollte auch klar sein. Trägheit ist Patrick. Zorn, aber dann gibt es noch Zornig. Und Zornig haben wir alle, oder? Weil, was ist dann Sandy Cheeks? Erzähl mir bitte, was ist Sandy Cheeks? Ach, Neid ist Plankton. Neid ist Plankton, stimmt. Weil der ist neidisch auf den Erfolg von Mr. Krabs und der Krabbenburger-Formel, bla bla. Stimmt, und dann ist Zornig ist Plankton und dafür ist dann Dings, Neid ist Thaddäus, ja? Nee, andersrum. Neid ist Plankton und Zornig ist Thaddäus, genau, weil er immer aufgeregt ist, ja? Ja, aber warte mal, was ist denn jetzt mit Sandy Cheeks? Was war denn jetzt mit Sandy Cheeks? Sandy Cheeks ist dann Hochmut. Okay, ja gut, das kann sein. Sie denkt immer, sie kann alles viel und so und irgendwann verkackt die vielleicht. Da gab es eine Folge, da dachte Sandy, sie könnte extrem viele Sachen vor ihrem Winterschlaf machen. Ja. Genau. Also sie überschätzt sich doch gerne mal. Okay, gut, dann haben wir's. Ja, die Todsünden verkörpern. Diese Theorie ist eine der bekanntesten, die es überhaupt gibt. Zunächst einmal, die 7 Todsünden sind Sünden, die wir Menschen während unserer Lebzeit angeblich begehen können und die uns auf dem direkten Weg in die Hölle bringen. Es sind also die schlimmsten Sünden, die man machen kann. Zu diesen Sünden gehört so zum Beispiel Zorn. Zorn, das allgemeine Wütendsein, ist eine der Todsünden, die in der Serie von Thaddäus verkörpert wird. Thaddäus ist in der Serie jemand, der grundsätzlich genervt ist, viel Hass in sich verspürt und auch regelmäßig mal Wutausbrüche erleidet. Als nächstes haben wir dann zum Beispiel Wollust. An sich bezeichnet Wollust die sexuelle Begierde. So jemanden kann man in einer Kinderserie natürlich nicht sehen. Aber Wollust kann eben auch Freude bedeuten. Die Gier nach Freude, nach Erfüllung, nach Spaß, nach einem Gefühl von Befriedigung. Und das sehen wir am ehesten bei SpongeBob. Einer Person, die immer darauf aus ist, möglichst viel Spaß zu erleben, möglichst glücklich zu sein. Richtige 61. Ja, also wenn man es jetzt mal so sieht, ist das schon natürlich krass. Also das könnte es schon hinhauen, ne? Aber vielleicht findet man immer sowas? Weiß ich nicht. Aber es sind halt auch genau 7 Charaktere, die auch noch das verkörpern. Ist auf jeden Fall schon spannend, so eine Theorie. Ja, also die ist wirklich spannend. Kann man schon mal machen. Dann haben wir als nächste Todsünde eben Stolz. Stolz wird verkörpert von Sandy, ja, die immer wieder stolz auf ihre Erfindung ist. Stimmt allerdings, ne? Wenn es eine Todsünde ist, Wollust, ist dann immer Freude haben und sich sehnen nach Freude und Liebe, ist das Wollust? Da hast du eigentlich recht. Das ist eigentlich so ein Gedanke, wo ist denn das dann eine Todsünde? Dass du dich sehnst nach Freude und nach Liebe, ist da eigentlich keine Wollust. Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt. Das stimmt. Eigentlich, das passt nicht so richtig. Und auf Wollust, die Lust nach Wolle. Ja, da geht es darum, der strickt halt sehr gerne. Das, was sie erreicht hat. Dann haben wir als nächstes Neid. Neid ist zum Beispiel eine Todsünde, die vom Plankton ausgedrückt wird, weil Plankton grundsätzlich neidisch ist auf seinen Widersacher Mr. Krabs, weil dieser alles erreicht hat, was er erreichen will. Er hat Kundschaft, er hat Geld, er hat letztendlich alles. Mr. Krabs selbst zum Beispiel. Aber guck mal, Gary gehört schon immer mal in den Folgen mit dazu. Ja, weil der ist ja allgegenwärtig mit durch SpongeBob. Wenn SpongeBob zu Hause ist, ist Gary auch immer mit dabei. Also doch, ich würde schon sagen, gehört mit dazu. Wer jetzt nicht so mit dazu gehören würde, wäre zum Beispiel Perla oder der Computer von Plankton. Würde vielleicht auch nicht so direkt mit dazu zählen. Irgendwelche anderen Fische. Ja, oder Kevin die Seegurke und sowas sind halt keine Hauptcharaktere. Aber doch, Gary würde schon mit dazu. Könnte schon, wobei so Gary und der Computer von Plankton würde ich schon fast, oder Karen, würde ich schon fast auf einer Ebene fast sehen. Ne?
Oder Mrs. Puff, ja, genau. Das Beispiel spiegelt Gier wieder. Das braucht man nicht groß erklären. Mr. Krabs ist durchgängig dabei, möglichst viel Geld zu verdienen. Dass er also die Gier verkörpert, sollte jedem klar sein. Als nächstes haben wir dann zum Beispiel noch Trägheit bzw. Faulheit. Auch das ist ziemlich offensichtlich eine Todsünde, die von Patrick verkörpert wird, der den ganzen Tag eigentlich nichts macht und meistens nur unter seinem Stein lebt. Und als letztes haben wir dann auch noch eben die Völlerei. Völlerei bedeutet letztendlich einfach, dass man eine Gier nach Essen hat, nach Nahrung, beziehungsweise sich so weit gehen lässt, dass man extrem an Gewicht zunimmt. Und dort sehen wir eben als eine Verkörperung Gary, die Schnecke von SpongeBob, die in extrem vielen Folgen mit starkem Übergewicht gezeigt wird. Stimmt, ja. Ja, die wird immer mal mit Übergewicht gezeigt. Aber auch mit Untergewicht. Als damals SpongeBob vergessen hat, Gary zu füttern, dann ist Gary ja ausgezogen und hat hier die 7 Sachen mitgenommen und ist dann zu dieser Oma. Also erstmal so wurde so angegangen von irgendwelchen Straßenschnecken. Und dann ist er, dann wurde er irgendwie verwechselt mit einer anderen Schnecke und dann ist er mit zu dieser Oma und hat ein Plätzchen gegessen. Da hat er nämlich nicht viel Essen gehabt. Das muss man auch so sehen. Ja, man hätte jetzt auch ein Bild nehmen können, wo er da fast verhungert. Muss man an der Stelle so sehen. Wird, weil sie sich eben mit Essen vollfrisst, wenn sie die Gelegenheit hat. Diese Charaktere verkörpern nun also die 7 Todsünden, die gefährlichen Dinge, die man niemals tun sollte. Patrick hat mal den Pokal für nichts tun gewonnen, ja, Mann. Oder der Stein von Patrick hat doch auch schon mal gewonnen. Ne, bei diesem Schneckenwettrennen. Eins in den Chat, wer kennt das Schneckenwettrennen? Und dann gewinnt einfach der Stein von Patrick. So eine dumme Folge. Weißt du, SpongeBobs Getriebe geht kaputt, das war auch so verstörend, dass Gary richtig, richtig schlimm aus. Das hat mich verstört, weil da ist das Auge von Gary geplatzt. Alter, das war richtig schlimm. Und da hat Patricks Stein gewonnen, ja. Ja, die Folge war eher traurig. Gary, komm heim, Song, aber am Ende doch schön, das stimmt, ja. Das stimmt, ja, mit der Oma, genau. Der Stein ist ein King in meinen Augen. Der Stein ist eine Hauptrolle, finde ich. Doch, diese Theorie ist schön und gut. Viele von euch werden sie wahrscheinlich ja, genau, vielleicht irgendwo schon mal gehört haben. Doch sie geht nicht tiefgehend. Es gibt keinen gruseligen Grund, warum sie eben das verkörpern. Es wurde nur von den Machern bestätigt, dass man das tatsächlich dort erkennen kann, beziehungsweise dass sie selbst daran gedacht haben. What the fuck? Junge, wer hat das gemalt? Um Gottes Willen. Das soll ernsthaft Copyright Nickelodeon sein? Niemals. Niemals haben die das so gezeichnet, das glaube ich nicht. Das haben die nicht so gezeichnet. Guckt euch das doch mal bitte an. Kommen wir nun aber mal zur nächsten Theorie. Und die nächste Theorie fand ich deutlich interessanter, denn sie beschäftigt sich mit einem Mysterium, das wir alle schon einmal gehört haben. Und zwar, was ist die geheime Zutat in den Krabbenburgern? Die Krabbenburger sind die Leibspeise der Leute in Bikini Bottom. Alle wollen irgendwie diesen Burger bekommen und es ist quasi das beliebteste Essen überhaupt. Die Frage ist nun aber, was ist die geheime Zutat? Da draußen im Internet gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Manche sprechen einfach Maggi ist die geheime Zutat. Davon, dass zum Beispiel Drogen da drinnen sein können und die Menschen deswegen süchtig werden. Aber es gibt auch wirklich gruselige Theorien. Die erste und die bekanntere besagt, dass eben die Zutat der Krabbenburger Krabben sind. Sprich, dass Mr. Krabs nichts weiter ist als ein Kannibale, der andere Krabben ermordet hat, um ihr Fleisch für die Krabbenburger zu verwenden. Hey lol, ja. Hä? Wait, ja stimmt, da habe ich doch gar nicht gedacht. Das heißt ja Krabbenburger und Mr. Krabs ist einfach eine Krabbe. Mr. Krabs, ach, ich laber gerade scheiße, hat gerade völlig schwierige Gedanken, nee, es war eine Lüge, ja. Alter, stand gerade, ja, wir vergessen einfach gerade diesen Kevin-Moment, ja. Einer im Chat grüßt dich. Denk auch mal an Ren und Stimpy, da gab es auch häufig so merkwürdige Bilder wie das von, aber ich kenne Ren und Stimpy habe ich noch nie gehört. Ren und Stimpy. So, jetzt lass mal. Was ist denn das? Ja, vor meiner Zeit, Leute. Vor meiner Zeit. Habe ich tatsächlich nie geschaut. Das gab es auch bei Nickelodeon. Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Ren Stimpy war das Krankeste, was es gab. Okay.
Alter, übel komische Bilder, what the fuck. Ja, nee, das war vor meiner Zeit wahrscheinlich. Das sagt mir auch gar nichts. Der Grund, warum die Leute... Bei Ren and Stimpy wurde die Haut von einem mal komplett abgezogen. Crazy. Leute auf diese Theorie kommen, ist einerseits, weil relativ wenig Krabben in Bikini Bottom anzutreffen sind, bis auf Mr. Krabs Schulvereinigung oder Schulwiedertreffen, hat man eigentlich nicht wirklich Krabben gesehen. Nice. Viele Leute sagen, dass dies daran liegt, dass alle Krabben in der Umgebung von Mr. Krabs umgebracht wurden. Ein weiterer Punkt, warum viele Leute dieser Theorie glauben... Ey, einer im Chat! Einkäufer und sein Einkaufskorb. Du bist eine Ehre, Mann. Ich danke dir vielmals. Für den zweiten Sub im zweiten Monat. Kuss geht raus. Und das ist immer der allerwichtigste Sub. Deswegen, du bist heute das Ehrenmitglied. Dankeschön. Da hat jemand irgendwelche Haare als Zähne, die der rauszog. Das war eine richtig eklige Zähne. Okay, gut, ist besser so, dass ich es nicht kannte. Okay, es ist in Ordnung. Glauben ist der Name Krabbenburger. Alle Gerichte, die man der Krossenkrabbe kaufen kann, tragen im Namen die Zutat, die auch eben in dem Gericht vorkommt. So gibt es zum Beispiel Seetang-Shakes oder Seetang-Burger und eben da steckt so etwas auch drinne. Viele sagen, dass dies nun der Beweis ist, dass in Krabbenburgern demnach auch Krabben stecken. Ihr merkt schon, dort gibt es keine wirklichen Fakten, die diese Theorie belegen. Es sind nur seltsame Vorkommnisse, die Leute irgendwie versuchen zu verknüpfen. Doch es gibt eine andere Theorie, was eben in diesem Essen drin sein soll, die ich deutlich interessanter finde. Ich denke, Mr. Krabs ist ein Kannibale. Hat der selber schon mal... Warte mal, hat man Mr. Krabs schon mal so einen Burger essen sehen, gesehen? Hat man das schon mal gesehen, dass er so einen Burger gegessen hat? Weil dann wäre er einfach Kannibale. Junge, wie crazy. Dann habe ich noch nie Gedanken mir drüber gemacht, ne? Ich glaube, er hat noch nie einen gegessen, oder? Ja, irgendwie sagt es mir auch nicht, ne? Also ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, aber dann wäre er einfach ein Kannibale, wenn er das gemacht hat. Das ist ja schon krass. Fand. Und diese hat auch etwas mit einem anderen Mysterium, das Mr. Krabs umgibt, zu tun. Und zwar, wer Perlas Mutter ist. Es gibt nun viele Leute, die behaupten, dass eben das Fleisch der Krabbenburger Walfleisch ist. Auch Wale sind eine Lebensform, die relativ selten in der Serie vorkommt. Die Theorie geht nun wie folgt. Es heißt, dass Mr. Krabs, bevor er die große Krabbe eröffnet hatte, einen großen Wal gefunden hatte. Ein Wal, der verstorben war und schon auf dem Boden des Meeres lag. Er hat diesen Wal dann gefunden und ausgeschlachtet, sein Fleisch verarbeitet und gekühlt, sodass er... Junge, man kann auch aus jeder Story noch was Verrückteres machen. Da hat irgendjemand was gemalt und dann, ja, hier extra noch, naja, also das ist ja jetzt wirklich, das ist großer Käse, Leute, das ist großer Käse. Weil, wie schlecht das hier noch mit hinbearbeitet wurde, hier ist auf einmal das Auge so übel hell, das passt gar nicht zum Bild dazu. Ja, also das ist halt, also das ist Quatsch, das ist eine ganz große Quatschtheorie jetzt. Er bisher immer weiter von diesem Walfleisch leben kann. Neben der Leiche des großen Mutterwals fand er dann eben auch eine sehr, sehr junge Perla, die sich noch an nichts erinnern konnte. Er nahm sie dann unter seine Fittiche, nahm sie auf und zog sie groß wie eine Tochter. Warum er dies tat, ist nicht bekannt. Entweder weil er Mitleid mit diesem kleinen Ding hatte oder eventuell, weil er vorhat, sie auch weiter ranzuzüchten, dass sie größer wird, dass sie fetter wird, dass irgendwann, wenn das Fleisch der toten Mutter ausgeht, er Perla töten könnte, um ihr Fleisch zu verwenden. Dies würde erklären, warum eben nicht mehr Wale zu sehen sind, beziehungsweise warum es nie eine Antwort gab, wer Perlas Mutter ist. Weil an sich dürfte zwischen einem Krebs und irgendeinem anderen Tier kein Wal rauskommen. Ja, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, dass das unrealistisch ist, dann ist es auch unrealistisch, dass Mr. Krabs der Vater von Perla ist. Also irgendwo macht das alles keinen Sinn. Ja, Perla war halt einfach da. So, Mr. Krabs hat die einfach mitgenommen, fertig ist. Ich denke, da draußen gibt es noch Wale. Und auch, es ist auch unrealistisch, dass man unter Wasser dort Feuer machen kann in Bikini Bottom. Es ist sehr viel unrealistisch bei SpongeBob. Jetzt darüber zu reden, dass hier Dinge unrealistisch erscheinen, wirkt mir relativ dämlich. Das hat er sich sehr ernst genommen, hier, den Fakt. Huiuiui. Sind Krabben nicht eigentlich eh Kannibalen? Das kann sein, ja. Wenn die Kannibalen sind, ist ja eigentlich kein Problem, ne?
Diese Theorien klingen bisher sehr weit hergeholt, doch eine Sache wird häufig angeführt, die ich hier ganz interessant finde, und zwar die kriminelle Vorgeschichte von Mr. Krabs. Tatsächlich hat Mr. Krabs die unterschiedlichsten Straftaten begangen. So hat er zum Beispiel einen versuchten Mord gehabt, als SpongeBob und Mr. Krabs versucht haben, den Gesundheitsbeamten, beziehungsweise die Leute, wo sie dachten, dass er nicht der echte Gesundheitsminister Gesundheitsinspektor ist, ihn umzubringen. Als nächstes gab es dann einen Vorfall, wo er zum Beispiel ein Grab geschändet hat, weil er eben eine Nummer 1 Cap aus diesem Grab haben wollte. Oder es gibt in späteren Staffeln sogar einen Vorfall, wo Plankton und Mr. Krabs einen alten Mann mit ihrem Essen vergiftet haben, dass dieser tatsächlich verstorben ist. Sprich, in der kriminellen Geschichte von Mr. Krabs steht versuchter Mord, Grabschändung und auch tatsächlicher Mord. Ach du Scheiße, ey. Gut, das war mir noch nicht bewusst. Fun Fact: In der Szene, in der Mr. Krabs ein Krabbenbürger ist, sagt er, glaube ich, so that's what I taste like. Weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er sowas gesagt hat oder überhaupt gemacht hat. In der Folge hat Mr. Krabs aber echt so geacted, als ob er schon öfter Leute umgebracht hat. Ja, Mr. Krabs ist generell einer, das ist so, bei einer Mafia ist er so der Hauptboss, ja, der praktisch die Fäden zieht. Mit anderen Worten, Mr. Krabs hat definitiv einige schlimme Dinge in der Vergangenheit gemacht, weswegen nun viele Leute glauben, dass eben das Fleisch der Krabbenburger die Folge eines weiteren kriminellen Aktes von ihm ist. Zum Schluss möchte ich mit euch nun noch über eine Theorie reden, die relativ unbekannt ist. Und sie hat etwas mit Patrick Star zu tun. Wir kennen Patrick meistens als den lustigen Sidekick von SpongeBob, eine Person, die relativ stupide ist. War Mr. Krabs nicht Pirat? Da gab es doch so eine Folge. Nein, der war bei der Marine. Der war kein Pirat, der war bei der Marine. Das war die Folge, als sich Mr. Krabs also der ist ja aus seiner Haut rausgeschlüpft sozusagen, kam auch nicht mehr rein. Und SpongeBob musste dann, sein Vater meinen. Achso, sein Vater von Mr. Krabs, der Vater. War der Pirat? Ura, das weiß ich gerade gar nicht. Er war Pirat. War der Pirat? Der Vater von Mr. Krabs? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da gab es eine Folge, aber ich kann mich da gerade auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ist die geistig vielleicht sogar ein wenig zurückgeblieben ist und grundsätzlich nicht wirklich viel macht. Sie ist recht faul und hält sich eher im Hintergrund auf, außer ab und zu mal einen dummen Spruch zu bringen. Eine Theorie, dass hinter Patrick noch deutlich mehr steckt. Und zwar, dass Patrick eine sehr starke Störung hat. Und zwar eine geistige Störung. Er soll an Schizophrenie bzw. an einer Persönlichkeitsstörung leiden, wo er unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Wir sehen in manchen Folgen, dass Patrick gar nicht so dumm ist, wie er scheint. Er selbst hat einmal in einer Folge erwähnt, dass sein Gehirn früher besser funktioniert hatte, beziehungsweise in einer Folge, wo sein Gehirn wieder normal funktionierte, sehen wir, wie intelligent er scheinbar gewesen ist, beziehungsweise wie klug er sein könnte. Doch in den meisten Fällen sehen wir nur immer wieder unterschiedliche Versionen von Patrick selbst. Mal ist er dumm, mal ist er kindisch, mal ist er aber auch wirklich aggressiv und wütend oder hochnäsig. In der Folge zum Beispiel, wo er glaubt, dass er ein König ist, sehen wir, wie aggressiv er werden kann. Doch eben in dieser Folge, wo er glaubt, ein König zu sein, sehen wir tatsächlich den größten Hinweis, was eben diese Persönlichkeitsstörung angeht. Denn dort spricht er mit seinem Spiegelbild. Er sieht ein, dass die Person, die er im Spiegel sieht, nicht er selbst ist, sondern scheinbar ein ganz anderes Wesen. Und dieses andere Wesen spricht mit ihm auch. Er hat einen wirklichen Kontakt zwischen diesen beiden Persönlichkeiten und dies deutet für viele Leute im Internet darauf. Nee, da hatte er gecheatet. Das waren die Hirnkorallen, der war nicht schlau. Also ich weiß, guck mal, es ist halt wieder, aber das macht halt dieses Creepypasta Punch aus. Du kannst halt viel reininterpretieren und daraus wie eine Verschwörungstheorie stricken, ne? Das ist halt auch geil, weil, ich meine, er hat halt dadurch auch so sein Content, was halt auch ihm sehr viel bringt, ne? Das ist natürlich eine sehr wilde Angelegenheit. Ah, ja. Ne, nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Also das kann man auf jeden Fall machen. Und ich finde auch, man kann ihn halt gut zuhören, ne? Das macht auch Spaß, den Spaß sich dann ja auch reinzuziehen. Sehr wilde Angelegenheit. Durch die Splitterfolge hatte ich damals ein Trauma und Angst vor Holz. Weißt du, wovor ich so ein bisschen Angst hatte? Als SpongeBob zu einer Schnecke wurde. War es eine Spritze, die er bekommen hat? Da wurde aus Versehen gespritzt. Mit Schneckengift oder so. Oder irgendwie mit irgendwas mit Schneckenzeug.
Und dann ist er selbst zur Schnecke geworden. Das war auch ein bisschen traumatisch tatsächlich. Finde solche Videos immer ultra spannend, auch wenn meistens nichts stimmt, ja Mann. Ich finde es auch spannend tatsächlich, ja. Die mal den Holzsplitter im Finger hat und dort übel auf dran gesucht wurde. Ja, ja, und das war auch so eklig. Und dann kam später der Doktor, so, alle fanden es eklig, dann kam später der Doktor und dann hat er so einen Splitter rausgezogen und auf einmal kam so ein Zaunfall. Junge, ist so dämlich die Folgen, aber ist doch richtig geil. Daraufhin, dass eben Patrick in diesem Fall mit einer anderen Persönlichkeit Kontakt hat, mit seiner anderen Persönlichkeit spricht. Sprich, dass eben alle Persönlichkeiten, die wir in der Sendung sehen, nicht der normale Patrick ist, den wir kennen, sondern immer eine andere Persönlichkeit, die gerade aus ihm rauskommt. Es gibt den Dummen, den Kindischen, den Wütenden, aber auch den extrem Klugen. Wie gesagt, diese Theorie ist eigentlich viel, viel größer und deutlich komplizierter zu erklären, doch ich wollte euch in diesem Video heute mal einen Abriss über ein paar Theorien geben. Und wenn ihr eine davon interessant fandet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich gucke sie mir gerne genauer an, wenn ihr darüber ein Video wollt. Das war auf jeden Fall dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss. Ey, wirklich ohne Witz, ne? Das ist schon geiler Content so.